Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in der 208. Folge von Avorion. Ja, hier sind wir mit einer kleinen Drohne unterwegs. Wir müssen mal schauen, wo das entscheidende Schiff dazu ist. Dafür gehen wir auf eine Map. Aha, der ist es dahin unterwegs. Dann müssen wir da mal gucken, dass wir dort schauen, ob es da schon angekommen ist. Nee, ist noch nicht angekommen. Wird da ankommen. Das heißt, wir können aber schon mal in den Sektor gehen und ich würde mal sagen, könnten wir ja, wenn es denn gehen würde. Okay, wir werden schauen nach dem Intro, wie es weitergeht. Bis gleich. So, eigentlich müssen wir ja das Koordinaten hier eingeben. Ach, da ist kein Schiff drin. Das kommt da erst an. Deswegen klappt das noch nicht. Verbleibende Zeit, 5 Minuten, 52% abgeschlossen. Okay, das dauert noch eine Weile, bis der da ist, ne? Dann schauen wir weiter. Hier fliegt der nach da und der kommt von da. Also das dauert auch noch einen Moment und ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht schon das Pech haben, dass wir da nicht reinkommen. Aber das sehen wir gleich, wenn die Schiffe alle da sind, ne? Ist hier denn schon einer? Ich glaube nicht, ne? 8 Schiffe? Ne, ist noch keiner. Die Besatzung des Schiffs Traveler wurde bezahlt. Okay. Hier war ein Wurmloch. Ich glaube, wir kommen da jetzt auch nicht so wirklich hin, ne? Der Traveler, 65, 2% abgeschlossen. Okay, das ist das wahrscheinlich, wo 100% Hinterhaltschance war. Der wird dann etwas länger brauchen, ne? Gut, das bedeutet, wir müssen mal schauen, wie wir weiter vorangehen. Das ist die Lady 2. Ich glaube, das war die Lady 1 hier unten, ne? Ja, die hat ja hier diese Mission noch gehabt, da nachzufragen, ne? Lass uns mal gerade in die Lady reingehen und schauen, was die für Waffen da hat und so, ne? Aber der Thomas hatte mir auch geschrieben, dass ich zuschauen muss, dass ich da Avorion abbaue, weil das ist ja da im Kern und dann bessere Schiffe bauen, ne? So. Nee, I war's, ne? Ja. Ja, die Geschütze, die hier drauf sind, sind so lala, ne? Brauchen wir auch nichts mit weitermachen. Jetzt ist die Frage, wer schon da vielleicht angekommen ist. Niemand. Albatros. 73% abgeschlossen. Kraft. 3% und Traveler 87. Okay, Traveler wird wahrscheinlich gleich da sein. Ja, und der Dingens, der Craft, der wird ewig brauchen. Aber erstmal ist wichtig, dass wir den Traveler hier haben. Ja, immer noch 87. Wie weit ist er denn hier? Okay. Das dauert noch einen Moment. Traveler ist am Zielort angekommen. Sehr gut. Zu Traveler wechseln wir dann. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir die Barriere überhaupt noch rüberkommen oder nicht, weil, tja, ich glaube, letztes Mal ging das nicht, ne? Ich weiß nicht, ob es jetzt geht. Müssen wir mal schauen. Nee, da wollte ich nicht hin, hier wollte ich hin. Und wir wollten hier oben gucken, wo wir da letztes Mal hingesprungen sind, ne? Also, nee, wir machen den Traveler, wir machen das. Machen dann den Linksklick. Machen den auf schnell und starten das Ganze. Die Route ist zu kurz. Wahrscheinlich ist jetzt das Problem, dass wir da nicht mehr über die Mauer kommen. Ja, da oben ist noch eine Nachricht. Ja, das ist wieder eine von den 12 Fraktionen, die sich da meldet. Was war unser Problem, was wir noch hatten? Missionen.
Die Forschung, der Forscher ein Artefakt sammelt drei legendäre Subsysteme. Ja, das ist das, was ich noch machen muss, ne? Sammlung der Forscher Xotane, die du gegen Rumbling ansetzen kannst, auf zum Entern. Nee, ich glaube, das ist schon hier, dass wir müssen die Sachen jetzt dann doch noch wieder dahin bringen, wo wir sie. Na, in der Forschungsstation müssen wir definitiv die Sachen hochforschen. Das Reiter 3 ist jetzt auch angekommen. Der war aber noch nicht in der Nähe hier, ne? Ist das jetzt hier? Ne, war es nicht. Das war da. Okay, dann gehen wir da rein und springen mal nach da rüber, den langen Weg hier hoch. Ja, das ist jetzt unglücklich gelaufen. Den Bug haben wir jetzt dann nicht mehr da drinne, dass wir da über die Barriere kamen, ne? Die Route war zu kurz, hat er gesagt, ne? Können noch mal was probieren, aber bin mir da nicht sicher, ob das geht. Aber wenn wir jetzt gleich hier in einem Schiff sind, können wir das mal checken, ob das dann doch ging. Da oben wieder eine Nachricht. Ja, diese automatischen Nachrichten ist auch komisch, aber naja, die kommen halt. Der Traveler ist das jetzt. Jetzt probieren wir den mal so rüber zu schicken. Nochmal checken. Aber ich glaube, ich saß eben im Schiff, aber die Route ist zu kurz, sagt er wieder, ne? Traveler, Reisen. Darüber und starten. Die Route ist zu kurz. Das hat definitiv dieses nicht zu kurz, die Route. Ich sehe mal fast von aus, dass das unser Problem dann ist, dass wir da nicht mehr durch können, ne? So, irgendwo muss hier ein Wurmloch sein. Da ist es. Fliegen wir da mal durch, um näher an den Kern zu kommen. Dafür war das gedacht, ne? Weil wir dann eine höhere Sprungreichweite haben. Das dann richtig ist, ist die nächste Frage. So, und dann springen wir da mal durch. Und jetzt sind wir hier relativ nah da unten hin. So, das bedeutet wieder auf den. Und auf den. Wahrscheinlichkeit ist 93%. Starten wir mit niedrigerer Stufe, damit wir da Überlebenschancen haben, ne? So, doch, das war schon richtig. Wir gehen jetzt wieder in den Traveler rein. Ja, und dann müssen wir gucken, wie wir weiter vorgehen, ne? Jetzt müssen wir uns dann doch dieser Tatsache widmen, dass wir dann doch die Bauteile haben müssen, ne? Wie kriegen wir das hin? Hier ist ja jetzt wahrscheinlich nicht das, was wir brauchen, ne? Waffenhandelsposten. Jetzt braucht man eine Forschungsstation. Da oben. Jetzt ist hier keiner in der Ecke. Das nächste ist dann da. Super, oder? Forschungsstation. Aber da ist auch nichts, was wir da haben, dass wir das da einsammeln. Das bedeutet, wir müssen dann als nächstes einen Ausrüstungsstock wieder haben. Da ist ein Reparatur- und Ausrüstungsstock. Okay. Das heißt, wir fliegen mit dem Traveler oder lassen den Traveler nach da fliegen. Geht auch noch schneller. Ja, 6%, dann lass ihn fliegen. Okay, das war jetzt nicht so ein Tor. Das hatte der Thomas Stille ja schon gesagt, dass ich da ein Problem kriege, wenn wir da, ne, nicht. Ah, da ist diese Aufgabe dann noch, ne? Ja, brauche ich jetzt nicht. Stopp, das wollte ich gar nicht.
Jetzt ist der auch noch am Fliegen dann wieder, das nächste Schiff, der Traveler, der fliegt dann dahin. Ist ein bisschen doof jetzt. Hier wäre auch noch ein Ausrüstungsdock gewesen, ne? Ja, das war sogar näher. Aber da ist es dann auch zur Forschungsstation wiederum näher, die ja hier irgendwo lag. Hier ist die Forschungsstation, okay. Dahin, dann dahin. Und das ist auch noch ein Heimatsektor? Ja, ist auch noch ein Heimatsektor. Gut. Traveler, Zielektor angekommen, sehr schön. Dann wechseln wir zum Traveler rein. Und uns, welches Teil fehlte uns noch? Ne, das war jetzt nicht richtig. Reparaturpräzisionsdurst-Dinger und Xotan-Wurmlochgerät. Das funktioniert das Ding überhaupt? Öffnet Wurmlöcher, schließt Wurmlöcher, Spieler gebunden. Ziel unklar, hat kleine Lichtpunkte einer Richtung, scheint in Richtung des Restriktionsortes zu zeigen. Kann vom Spieler aktiviert werden. Funktioniert das Ding überhaupt? Ja. Okay, das erstmal zu. Und jetzt müssen wir hier mal gerade nochmal gucken, welches fehlte denn jetzt hier? 8. 1 haben wir. 6. 5. 7, 4, 3, 2 fehlt uns dann. Teil Nummer 2 fehlt uns. Gut, dann müssen wir schauen, wie wir da weiterkommen. Ne? Wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Ausrüstungsdock, was wir hier irgendwo gleich sehen werden. Wo ist es denn? Da unten. Und müssen dann weiter einkaufen gehen wohl, damit wir unser Problem lösen, ne? Ausrüstung handeln. Und da ist nichts Besonderes, ne? Hier gibt es eine Dreifachkanone. Okay, aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich werde mir das mal überlegen, was wir da machen und schauen, wie es dann vorangeht. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keiner überhaupt macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Schreibt gerne Kommentare und teilt auch gerne das Video auf anderen Kanälen. Wir sehen uns dann. Ciao.